So Freunde, herzlich willkommen zurück zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute schauen wir uns einmal einen Düngerstreuer an, und zwar die Emerson CGB8200. Ist jetzt auf ModHeuster zur Verfügung. Der Download-Link kommt natürlich wie gewohnt in die Videobeschreibung. Also ansonsten handelt es sich hier eben um einen Düngerstreuer der Firma Emerson und ist ein recht schönes Modell. Man hat die Wahl zwischen einigen verschiedenen Reifen, schmalen Bereifungen, etwas breiteren Bereifungen, Pflegebereifung glaube ich sogar auch drinnen. Schauen wir uns gleich im Shop näher an. Wir haben hier eine Plane, die wir auf- und zuklappen können. Die Aufschrift ist an sich ganz in Ordnung, sage ich auf jeden Fall jetzt mal. Ansonsten die Textur könnte etwas besser sein. Es handelt sich hier um eine V1.1. Hier haben wir ein kleines Ablassventil oder Ablassöffnung. Es klingt besser oder ist auf jeden Fall besser beschrieben. Und ansonsten schauen wir kurz in den Shop. Im Shop zu finden unter Düngerstreuer natürlich. Dann haben wir ihn schon, die Emerson ZGB 8200. Wir haben 100 Euro am Tag Unterhalt, wir haben eine Arbeitsbreite von 26 Metern, das ist sehr viel. Der Standard hat 24 MLS. Wir haben eben eine Arbeitsgeschwindigkeit von 20 km/h und wir können Dünger damit befüllen. Eben das Radsetup, einmal die Standardbereifung, die ihr hier am Shopbild auch sehen. Das Shopbild ist auch total in Ordnung, das passt alles sehr gut. Wir haben dann noch verschiedene große und kleine Bereifungen. Wir können hier Zwillingsreifen aufziehen, wir können aber auch die Nokian Reifen montieren, also alles dabei, was man so braucht. Wir hängen das ganze Ding mal an, um zu sehen, ob alles funktioniert. Wir werden die Beleuchtung kurz durchschauen und ansonsten noch die verschiedenen Funktionen. Die Beleuchtung funktioniert einwandfrei, also da darf man nicht meckern. Das passt alles, wir haben ein Rückfahrlicht, Bremslicht, wir haben die normale Standbeleuchtung, also das funktioniert alles einwandfrei. Was können wir sonst noch machen? Wir können natürlich mit der Taste N den Düngerstreuer aufklappen, ich habe ihn schon befüllt, um euch das Ganze zu zeigen zu können. Wir fahren kurz zum Feld herüber und dann schalten wir mit der Taste P den Düngerstreuer ein und man sieht, man kann hier schon eine ganze Fläche damit machen. Also ansonsten, es funktioniert alles gut. Wir haben hier sogar ein kleines, jetzt sieht man es nicht mehr, ein tolles Auswurfsystem. Man sieht die Düngerkörnchen schön, wie sie auf die ganze Breite verteilt werden. Also das ist schön gemacht. Eben ansonsten ein ganz gewöhnlicher Düngerstreuer. Also, ja, jetzt sehe ich zuerst, ja, ich bin auch, das ist keine Ablassöffnung, sondern das ist ein Ersatzverteilmesser für hinten. Ja, momentan bin ich total auf der Leitung gestanden. Aber, früh genug bemerkt, eben ist hier ein Ersatzmesser dabei. Also, ansonsten ein recht schönes Modell. Bekommt auf jeden Fall in meiner Bewertung 4 von 5 Sternen, da bei der Textur wirklich noch einiges vielleicht zu machen ist, aber ansonsten ein recht schöner Mod. Vielleicht könnte ich mir auch noch dynamische Schläuche bei diesem Mod vorstellen, wäre sicher eine schöne Alternative. Ebenso vielleicht eine Farbwahl, aber das ist dem Modder selbst überlassen. Wenn eine nächste Version rauskommt, ich schaue sie mir auf jeden Fall an und freue mich darauf. Ich hoffe, dir hat diese Mod-Vorstellung gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du wieder mal vorbeischaust zu mir bei einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Und bis demnächst. Ciao.